Alter, Leute, ich kann es doch verstehen. Wirklich, diese Kombination, dass ihr die sehen möchtet zwischen mir und Rob. Das wäre natürlich richtig schmackhafte Videos, aber glaubt ihr wirklich, ich habe es nicht geschafft, jetzt Crispy Rob für dieses Video hier ranzuholen? Ich meine, damals, okay, es war vielleicht nicht möglich, aber heutzutage, Leute, heutzutage ist es möglich. Deswegen, Rob, komm doch einfach mal rein. Alter, wenn du dich nicht traust, dann hole ich dich rein, Rob. Ziemlich enttäuschend, oder? Weil das ist ganz sicher nicht Rob. Aber ihr hättet die Macht, das zu ändern, Leute. Ich habe Crispy Rob schon mal auf Instagram eine kleine nette Nachricht hinterlassen. Ihr könnt ihr gerne auch auf dieses Video hinweisen. Und vielleicht meldet er sich ja zurück. Und ihr kriegt vielleicht dann bald ein paar leckere Videos zusammen. Ich wäre offenbar nicht abgeneigt, ihm einen Kuss zu geben. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es den Teil 2. Den Teil 2 des Crispy Robs Buch. Das Buch ist allerdings schon ein Jahr draußen. Aber damals habe ich ein Video gemacht, wo ich einen Tag lang von seinem Buch gelebt habe. Und es war so unfassbar erfolgreich und kam so unglaublich bei euch an, dass ich irgendwann dachte, irgendwann mache ich Teil 2. Und heute ist der Tag gekommen, wo ich Teil 2 davon mache. Ich werde von diesem Buch, was Crispy Rob rausgebracht hat, sein zweites Buch, einen Tag lang von diesen leckeren Rezepten, die hier existieren, leben. Das heißt, es wird gekocht und die Küche verbrannt. Ich habe mich entschieden, unser erstes Gericht wird diese Burritos sein. Und die sehen wirklich verdammt scheiße gut aus. Merkt euch gerne dieses Gesicht. Wir starten das Video jetzt um 14.09 Uhr. Hier sind die Zutaten, Leute, wie ihr sehen könnt. Ist wirklich, ich meine, schon roh sieht wirklich appetitlich aus. Und naja, viel Spaß wünsche ich euch. Weil ihr denkt doch nicht, dass ich jetzt für euch koche, Leute, Alter. Ihr macht das natürlich. Ich gehe ein paar Animes klubschen, wenn es okay für euch ist. Okay. Hier so, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Auch rein, Alter, bin ich Hunger, Mann. Wie sieht's denn aus? Alter, das ist ja immer noch gleich. Alter, ich dachte, die kocht, Mann. Null Verlass, Alter. Alles muss man selbst machen. Ja, dann like mal jedenfalls das Video, Alter. Wenn ihr schon nicht für mich kocht. Einmal alles desinfizieren. Unsere Gemüseplätze kommen jetzt erstmal kurz hier rein. Die braten wir an. Als nächstes brauchen wir Rinderhüfte. Ich habe zwar keine Rinderhüfte, aber Moment. Jawohl, eine Schweinehüfte. Auf der anderen Seite braten wir schön Hüfte rein. Wenn unser Essen hier schön am Grill ist, sollen die Tortillas... Oh nein! Ein bisschen leicht angebraten werden, aber wir machen einfach mal kurz den Sandwichmaker. Jetzt wird's Bombe. Und zwar, ihr seht, ich habe zwei Hälften gemacht und auf jede Hälfte kommt ein Käse. Jetzt schön verschmelzen mit allem zusammen. Dann die Tortillas ein bisschen mit Frischkäse ein bisschen bestreichen. Und um Simon glücklich zu machen, machen wir doch ein bisschen Grünzeug schon mal rauf. Das freue ich mich an. Und die erste Hälfte so gesagt rauf. Zu noch ein bisschen. Ein bisschen Reis. Jetzt müssen wir den irgendwie gut zumachen. Shit, es ist zu wild. Und das sind meine zwei Süßen. Und das sind Robs zwei Süßen. Also ich glaube, die Entscheidung ist doch klar. Ja, ist so. Es schmeckt ultra lecker vor Käse, Fleisch, Reis, Wrap. Heilige Mischung. Wow. Das ist so heiß, dass ich mir komplett den Mund verbrannt habe. Aber es ist ultra geil. Ich weine hier einfach schon, weil es so heiß ist. Aber... Ach ja, ich fand die Käseangabe von Rob sehr lustig mit Provolone-Käse. Dicker, was ist Provolone-Käse? Kennt ihr vielleicht noch Art Attack? Hey, komm, bei Art Attack war es immer so, dass der Typ gesagt hat, so, yo, ihr braucht das und das, dann könnt ihr das easy nachmachen. Und hier ist ja auch so, ihr braucht das und das und easy. Aber, Digga, was easy, wo kriege ich Provolone-Käse her? Besorgt euch für den Anfang erstmal ein Kräftespiel. Aber lustigerweise, genau wie damals, habe ich ultra lange Haare derzeit. Alter, guck, wie lang meine Haare sind, Mann. Warte mal, geh mal zum Friseur. Oh, yo, okay, okay, okay. Ja, Alter. Wenn du mich siehst, sag einfach Maschallah, einfach die Hübsche. Das nächste Gericht ruft. Essen komme! Fun Fact, wusstet ihr eigentlich, dass dieser Meme das Killerschwein? Das Killerschwein. In meinem allerersten Crispy Rob Video, da ist es entstanden. Ja, also vielleicht wird's. Manche nennen es daher. Nein, noch nicht. Wir zaubern auf jeden Fall erstmal was Leckeres. Und zwar die Cheesy Blumenkohl. Nee. Nuggets. Alter, das ist Blumenkohl. Was ist denn das hier, Mann? Aber ich schaff das nicht alleine, Leute. Ich brauch einen Koch. Einen 5-Sterne-Koch. Oh. Sie haben mich gerufen. Ich mach das, ich mach das. Ey, was will mir Crispy Rob hier eigentlich erzählen? Wie soll daraus Nuggets werden? Hä, das ist doch unmöglich. Das Rezept ist so mystisch, Alter. Das wird doch niemals... Nein, wirklich niemals. Ich kann meinen rechten Arsch draufsetzen. Das wird das nicht. Ah, fuck, schade. Jetzt habe ich's verstanden. Wir brauchen 3 Schüsseln. Mehl, eine Eiermischung, Paniermehl mit Käse. Wir nehmen einen Rotkohl, ne? Den tunken wir erstmal in Mehl. Der badet da so ein bisschen drin. Dann springt er rüber zu den Eiern, wo er sich vereiert. Jetzt kommt dieser Blumenkohl in die Paniermischung, wo Käse auch gleichzeitig drin ist. Umhüllt sich damit extrem schön. Ba-ba-ba-ba-bam, seht ihr? Das kommt dann aufs Backblech. Und so immer wieder, wisst ihr? Und das wird wahrscheinlich ein Nugget. Mhm.
Ich habe übrigens auch vom ersten Mal, werde ich das Buch hier verlosen, also einfach auf Instagram. Moment, Moment, ich hol's aus dem Kühlschrank. Instagram für tägliche Belästigung. Oh, wer Bock hat, mir zu folgen. Du bist einfach nur das neueste Bild liken. Such dir mir einfach einen Gewinner aus, der das Buch kriegt, wer auf Bock hat. Weil ich finde das Buch cool, aber ich glaube, für jemand anderes von euch wird mehr Spaß damit haben. Nicht so ein Spaß. Das sollen jetzt unsere Blumenkohl-Nuggets werden. Naja. Chris Rob empfiehlt jetzt, haut die doch einfach mal in den Ofen auf 22 Grad, bla bla bla. Aber ich muss sagen, die jetzt in den Ofen zu hauen, wie so eine Oma. Nee. Sorry, das ist mir nicht krass genug. Wenn wir hier schon hier auf Meisterkoch machen, dann muss hier wirklich schon der Stall brennen. Und es muss richtig abgehen, deswegen scheiß mal auf diesen Ofen. Wir machen was Crispy Rob wahrscheinlich auch gefallen würde. Wir frittieren so gesagt den Blumenkohl, unsere Nuggets. Bitte nicht zu krass spritzen. Drehen, drehen. Genau. So sollten Nuggets, glaube ich, nicht unbedingt aussehen. Alter, was ist das für ein Klumpen? So, vom Aussehen habe ich mir da wirklich auch was Besseres vorgestellt, muss ich sagen. Oder was sagst du? Kriegst wohl kalte Füße. Ich bin mal gespannt auf meine frittierten Blumen-Nuggets. Blumen-Nuggets. Ich habe irgendwie Angst, da reinzubeißen, damit das die Zunge noch abbrennen wird. Boah, das schmeckt ja so, weil irgendwie ekelhaft gesucht. Es ist halt nicht durch, der Rotkohl. Vielleicht sollte man das deswegen in den Ofen packen, wenn ich verdöse. Das schmeckt furchtbar. Ja, toll, Alter. Das haben wir jetzt nicht gerade gut satt gemacht, deswegen brauchen wir was anderes. Wäre es mit Gemüse Geschmüse? Oder Hähnchen-Kartoffel-Auflauf? Oh, das Rezept ist gar nicht mal so schwer. Einfach zwei Kartoffeln. Hähnchenbrust. Flitzenwasser? Oh. Das hauen wir jetzt einfach mal in den Ofen rein. Und viel Spaß. Das sollte jetzt fertig sein. Das ist doch kein Auflauf. Ja, das stimmt. Lebkuchen, Alter, was geht ab, Mann? Oh nein, ich möchte das doch gar nicht. Arme Lebkuchen. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Oh, Doku geschmolzen, Doku lecker. Der Lebkuchen geschmolzen. Intensiviert sich. Oh, ist das Weihnachten. Hey, fass mir nicht an. Eine Weisheit, die mich Crispy Rob in diesem Video gelehrt hat, ist: Geh achtsam mit Avocados um. Bürgerinnen und Bürger Europas, bitte bewahren Sie Ruhe. Ich streame jetzt gleich, deswegen habe ich noch so einen kleinen Snack gemacht, und zwar Käse-Chips. Wird mir jetzt nicht perfekt gelungen, würde ich sagen. Irgendwie ging da durch was schief. Weil laut Rob sollten die so aussehen. Ich glaube, man sieht den Unterschied, oder? Man, glaube ich, erkennt, dass die absolut falsch sind, Mann. Das ist einfach purer Käse. Hier gibt's was mit dazu. Gratis. Mit stylischem Poster zum Heraustrennen. Das holen wir uns doch. Schon auf der letzten Seite, oder? Ah ja, da ist es ja. Da ist es ja. Oh, Alter, was eine geile Lesbe. Wow. Das hänge ich mir direkt an die Wand. Ich wünschte, Rob hätte irgendwas To-Go-mäßiges. Oh, hab ich gerade im Buch geschlagen. Ich brauche was To-Go-mäßiges, Mann. Ich bin gerade unterwegs. Ich kann jetzt nicht schlicht in der Küche irgendwie rumtanzen. Was haben wir denn da auch nicht schon die wieder? Tiramisu To-Go? Ja, das wäre jetzt ganz nice. Kann ich einfach dieses Ding irgendwie rausnehmen? Irgendwie einfach aus dem Bild ziehen? Wisst ihr, was ich meine? So irgendwie so drücken und dann... Oh, so zum Beispiel, hey. Also es riecht auf jeden Fall mit... Das schmeckt wie Tiramisu. Das wird sehr gut sogar. Was ich sehr schön an dem Buch finde, ist, dass immer so kleine Anekdoten. Geschichten manchmal auch, zum Beispiel meine Top 3 Küchenfails. Die Geschichte schnell erzählt, ich wollte mir Essen von meiner Mama, das in Alufolie eingewickelt war, in der Mikrowelle warm machen. Das Ende vom Lied war, dass die Alufolie Funken geschlagen hat und dass jetzt ein riesiger Riss in der Tür der Mikrowelle in meinen Videos zu sehen wäre. Sowas ähnliches ist mir auch schon mal passiert, dass ich so mit Alufolie reingetan habe, so gesplittet, so. Aber mein größter Fehl, was Kochen angeht, ich würde sagen, vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Woche Burger King, ist ja nicht so lange her. Und da habe ich so eine Soße gemacht. Wollte mir eigenen Chili Cheese Long Chicken machen. Und ich habe anstatt ungesüßte Kondensmilch, habe ich gesüßte Kondensmilch genommen. Das sah dann so aus. Und irgendwie habe ich schon gemerkt, das stimmt doch irgendwas nicht. Und es war eigentlich gar nicht so abartig. Aber ich hatte danach die übelst ekligsten Magenschmerzen der Welt, dass ich gefühlt aus einem Wochenprojekt abbrechen musste. Oh, jetzt bin ich wach, Alter. Ich brauche echt einen Energieboost, Mann. Seite 3. Ein Tipp gegen schlechte Laune am Morgen ist ein Energieboost, der dich aus den Socken haut. Ihr braucht ein Glas. Dazu haut ihr einfach Ingwer, dazu ein bisschen Grüntee und heißes Wasser. Das trinkt ihr alles und dann auf geht's zur Mathearbeit. Nicht schlecht, Ivanio. Das ist eine 6. Danke, Rob. Ja. Nach dieser Enttäuschung gucke ich mal auf die Uhr. 10 Uhr in Deutschland. Zeit für ein... Was ist das? Ich dachte für ein Knobber. In Robs Buch ist außerdem noch so eine Seite mit verrückten Essenskombinationen seiner Zuschauer. Und eines davon war... Knoppers mit Frischkäse. Digga. Was mir bis jetzt bei dem Buch aber wirklich fehlt, ist die Sandwiches. Ich finde Crispy Rob und Sandwich, das passt eigentlich zusammen. Ich habe aber jetzt eins im Buch gefunden. Und zwar wie eine Kombination von einem Zuschauer, ein Apfel-Sandwich. Als ob Apfel und Sandwich zusammen schmecken würden. Brauchen Toast. Das Brot mit Butter bestreichen. Und ja, nicht die Ecken vergessen. Durchtrennen. Aha. Dünne Scheiben rauf auf das Brot. Und letzter Schritt, Puderzucker. Naja, das kann doch bestimmt nicht...
manche nennen es daher das Killerschwein. Noch eine große Mischung hat da. Wo kommt jetzt noch ein Rezept? Ich meine, jetzt habe ich eigentlich alles so gemacht, was ich machen wollte. Würde ich jetzt einmal behaupten. Eine Geheimseite oder was? Die ich so schon Dank sage. Oh mein Gott, ist Rob so ein Schatz oder was? Dass Rob mich extra noch in sein Buch mit reingenommen hat. Alter, das Geheime. Ivanio Omelette, das müssen wir eigentlich. Das müssen wir machen, oder? Findet ihr nicht auch? Das muss wirklich. Oh, das muss wirklich gemacht werden. Wir gehen einfach mal nach Rezept. Mehl hier rein. Eier. Ja. Milch kommt noch dazu. Sucuk in die Pfanne. Cooles Sucuk. Und dann die Masse hier schön rein. Jetzt kommt die Wendung. Mua. Das geheime Ivanio Omelette sieht sogar noch besser aus als auf dem Bild hier. Oh, richtig fettes Ding. Dieser Fettsack weiß, was lecker ist. Es ist wirklich ein schönes Buch mit vielen kleinen Anekdoten. Allgemein natürlich coolen Rezepten, die mir wirklich gefallen. Ich muss aber wirklich sagen, das erste Buch hat mir besser gefallen. Das erste Buch war ein bisschen fettsäckig gemacht. Das ging ja hier mehr darum, arische Alternativen zu machen. Und hier und da kam mir auf jeden Fall so vor, mehr gesunde Alternativen, sag ich mal, zu haben. Ich finde gesund zwar nicht schlecht, aber das erste Buch hatte noch für so einen Fettsack nämlich mehr parat gehabt. Trotzdem werde ich das gerne noch nicht verlosen. Also schaut auf Instagram vorbei. Echt Spaß gehabt am Video. Das werde ich mir noch richtig lecker schmecken lassen. Aber wir haben schon 14.20 Uhr. Das heißt, das Video ist over. Und ich bin gespannt, was ihr mit Crispy Rob machen wird, sodass er das Video hier aufmerksam wird. Und ja, wer weiß, was in Zukunft hier da geben wird. Lasst ein Like auf dem Video da, ein Abo auf den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und... an...